Ist der nächste Abstand 12? Haben wir hier 32 zufällig? Nein, aber 33. 26 ist, glaube ich, zu niedrig. Es könnte 33 sein. Ja, könnte. Weil der Abstand hier ist 1 mehr als die vorherige Zahl. Und der Abstand hier ist auch 1 mehr als die vorherige Zahl. Ja, und der Abstand hier nach hier ist auch 1 mehr als die vorherige Zahl. Also hier ist der Abstand 1. Ja, okay, 1 mehr. 1 mehr als die vorherige Zahl. Die vorherige Zahl nehmen wir einfach immer als 0. Ist 1 mehr als die vorherige Zahl. Also ist das 1 mehr. 1 plus. Hier haben wir auch 1 mehr als die vorherige Zahl. 1 mehr als die vorherige Zahl ist. Also 1 plus 1 macht 2, also 2 mehr. Hier sind es 3 mehr. Also 1 mehr als die vorherige Zahl. Das ist hier die 2. 1 mehr ist 3, ja. Hier sitzt dann 5, also 4 plus 1 macht 5, ja. Hier sitzt 8, das ist 7 plus 1, ja, also 13 plus, also 33. Lass die Gelehrten ruhig kommen, dann bringe ich sie auch um. In einer Welt ohne Gerechtigkeit sind die Götter nicht mehr als ein göttliches Marionettentheater. Los, der Tunnel geht hier durch die Wand und es wird Zeit, dass wir uns hier rauskämpfen. Also war 33 tatsächlich richtig. So, wir sind hinter Beinahe der unter meiner flammenden Würde. Faust angekommen und sollten erst einmal abtauchen in die Kanalisation, auch wenn es Imboer nicht gerade gefällt. Nein, 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 nicht Minsk, nicht vor die flammende Faust gehen. So, in die Kanalisation. Von der Kaisation aus müssten wir ja genau hier rauskommen können. Und da müssen wir uns in allen neuen Stadtteilen mal gut umhören. Also da werden sich wahrscheinlich die anderen fünf verstecken, während Talisa oder Wohin? Imoen. Nichts leichter als das. Während Talisa oder Imoen einfach ja. Ich glaube, hier durch und da drüben hoch müssen wir. Da kommen wir da drüben raus. Während Talisa oder Imoen einfach mal mit 7 Meilenstiefeln durch die Stadt rennen und gucken, wo noch Verbündete sind, die was zu sagen haben. Vielleicht haben wir ja in der Diebesgilde zum Beispiel Glück. Na, wir sind nicht ganz da angekommen, wo ich wollte. Aber hier können wir uns schon mal umhören. Was? Also muss Talisa leider den Ring ablegen. Und die 7 Meilenstiefel anziehen. So, dann Gut. racen wir jetzt einmal hier durch. Vorbei an Leuten der flammenden Faust, wenn die uns wieder was Böses wollen. Beziehungsweise wenn die uns wieder einbuchten wollen. Wir hätten ja zum Hey, Beispiel. geht mir aus der Fasst mich nicht an. Ich könnte mir was einfangen. Ich wette, dass sie nicht zur Krönungszeremonie geht. Welche Amtseinführungszeremonie? Ich habe eine Einladung für alle anderen dieser Stadt auch. Also vergiss es. Ich würde ja gerne, aber ich habe noch keine Einladung. Welche Amtszeremonie? Sarjevok wird als der neue Großherzog gekürt. Das weiß doch jeder, der etwas auf sich hält. Sarjevok, was hattet ihr vorhin? Diese Stadt braucht eine starke Hand, um den ganzen Abschaum wie euch loszuwerden. Ich glaube, er wird das sehr gut machen. Huldigt Sarjevok, möge er dieser Stadt Wohlstand und Macht bringen. Ihr habt keine Ahnung, was ihr euch da atmen lasst. Sarjevok ist kein Anführer, er ist ein Tyrann und man muss ihm das Handwerk legen. Bla bla, ihr Eindringlinge seid doch alle gleich. Macht eure lächerliche Revolution doch woanders. Okay, und du willst auch was sagen? Macht Platz, ich bringe eine Nachricht von den Herzögen des großen Reichs von Am. Welche Nachricht gibt es, Krieg? Die Geduld in Akatla ist zu Ende. Wir sind dabei, unsere Truppen entlang der nördlichen Grenze zusammenzuziehen und sind bereit, auf Befehl sofort auf Baldurs Tor zu marschieren. Sollten Sie dort mit Ihrer Aggressivität weitermachen?
Sagt das ruhig allen, die es interessieren mag, denn wenn Ami den Krieg zieht, wird totaler Krieg herrschen. Gegen die Bürger dieser Stadt, ebenso gegen ihre aufschneiderischen Herzöge. Ich habe einen amnischen Boten abgefangen, der Nachrichten vom drohenden Krieg mit sich führte. Sie ziehen Truppen an ihren Grenzen zusammen und die Arroganz des Krieges liegt über ihnen. Wir werden, so es scheint, an den Rand einer tiefen Luft gesteuert und ich muss es richten, bevor wir in die klaffenden höllischen Tiefen vor uns stürzen. Okay. Eine Dame. Berühren Sie mich nicht. Sie sind nicht sauber. Ach ja, das war so eine, die Sarivok heiraten will. Hier hätten wir ja vielleicht einen Verbündeten. Dem Anhänger des Glücksgottes, der Glücksgöttin. Nichts leichter als das. Ein vergeudetes Leben steht auf dem Spiel. Die haben wir schon geholfen und der andere ist leider nicht mehr hier anzutreffen. Hier drin vielleicht? Nichts leichter als das. Willkommen, selig sind die in ihrem Schoß aufgenommen werden, denn ihnen wird ihre Fürsorge zuteil. Ja, das kennen wir. Wir brauchen eure Dienste zurzeit nicht. Ja, mein Freund. Das Glück der Dame sei mit euch. Okay. Also ja, wir müssten eigentlich nur draußen ein bisschen uns umhören. Weil in den Häusern versteckt sich niemand mehr, der wichtig sein könnte. Jedenfalls nicht, soweit ich weiß. Ich denke mal, selbst Ilminster hat uns mittlerweile verlassen, weil er der Meinung ist, dass wir selber klarkommen. Also der echte Ilminster, nicht dieses diese billige Kopie in den Katakomben von Kerzenburg. Der große Doppelgänger, der das da war. Oh ja, und ich sollte die KI mal abschalten. So, sind wir hier vorne schon lang gegangen? Gucken wir doch mal kurz. Und dann klappern wir mal schnell alle neuen Gebiete so ab. Zuletzt das der Eisernen Faust. Oh. Ich bin das Gesetz. Du bist ein Mietling, also du bist kein richtiger Söldner. Trotzdem, wir verhauen keine Söldner der flammenden Faust. Die machen nur ihre Arbeit. Ja, gut, das heißt, wir gehen ins nächste Gebiet. Das ist das gleich darüber. Beinahe unter meiner Würde. Okay, das ist die Villa von dem Magier gewesen. Die müsste ja jetzt leer stehen. Ja, wenn niemand besser also der, für den wir den Helm von Balduran besorgen sollten. Was? Beinahe unter meiner Würde. Das heißt, die anderen verstecken sich da drin, während sich Talisa hier umhört. Was es hier noch so für Leute gibt, die Informationen hätten. Weil wir werden ja, wie man sieht, von allen Ecken und Enden angequatscht. Neue Gebäude rein müssen wir nicht unbedingt. Hallo, Süßer. Hier zum Beispiel. Sehen? Okay. Den Spruch muss ich leider rausstreichen. Kenne ich euch? Ich glaube, ich kenne euch. Ja, genau, ihr habt für Ska gearbeitet. Oh, und er ist tot. Ja, tot. Ska ist tot. Ihr müsst mir sagen, wie das passiert ist. Ich habe es nicht selbst gesehen, aber da ist ein Mann in der Röte, der nichts, der es gesehen hat. Und er verlangt 10 Goldmünzen für die Geschichte. 10 Goldmünzen. Er heißt Evane und es... Und wenn es euch schrecklich interessiert... Er heißt Evane und wenn es euch schrecklich interessiert... Talisa, dann kann ich euch nur empfehlen, ihn aufzusuchen. Achso, das ist ein Komma da. Wirklich, und ich muss mich meiner Arbeit nachgehen. Und mich meiner Arbeit nachgehen zu lassen. Okay, das klingt fast verschwommen. Sogar eine Dame der Nacht in dieser Gegend hat mir erzählt, dass Gar tot ist. Er war ein guter Mann und ich verfluche mich fast selber, weil ich von seiner Seite gewichen bin.
Aber andere Aufgaben waren wohl dringlicher. Sogar verwies Sugar wahrscheinlich, verwies mich an einen gewissen Ivane in der errötenden Nixe, der angeblich ein Zeuge der schmutzigen Tat war. Vielleicht sollte ich ihm einen Besuch abstatten. Also schon zwei Leute in der errötenden Nixe, die auf uns warten. Gucken wir uns erst hier unten um. Auch wenn ich bezweifle, dass hier in der Gasse jemand sein wird. Und ja, ich muss diesen Text, den die nette Dame, die Kurtisane, gesagt hat, lieber mal rausstreichen. Der klingt nämlich, ist nämlich nicht gerade FSK gerecht. Das heißt, ein paar Sekunden. Etta Silberschilds Haus. Na, hier will auch niemand mit uns reden. Ich werde jetzt nicht hinten rumlaufen, einmal ums Haus rum. Nur kurz hier mal lang. Fort mit euch, Bettler! Was macht ihr denn da? Das ist das Anwesen, wo Etta Silber steht, und er ist bestimmt nicht begeistert davon, wenn eine Horde Raufbeute auf seinem Rasen trampelt. Ja. Gut. Ja. Oh. Ich bin das Gesetz. Zwei Mietlinge sogar. Zum Glück können wir denen sehr gut davon rennen. Das reicht wirklich, wenn Talisa sich hier umhört. Weil Talisa ist wohl bekannter. Die wird ja als erste gesucht, wahrscheinlich auf den Steckbriefen. Hallo Leute. Gut. Aber hier scheint es auch nichts mehr zu geben. So. Das heißt, wir holen die anderen mal wieder hier raus. Man kann es ja mal versuchen. Da kommt Talisa. Unter meiner Würde. Und wir gehen ins nächste Gebiet. Das war gut. Ihr braucht mein. Man kann es ja mal versuchen. Ihr versteckt euch mal hier oben im Tor. Entschuldigung. Was? Hier ist der Herzogspalast. Vielleicht können wir hier was erfahren. Beinahe unter meiner Würde. Mal kurz ein Quicksave machen, sicherheitshalber. Erst einmal unten rum. Da drücken wir uns zwischen den Häusern durch. Petrine wartet immer noch auf ihre Katze. Denn jetzt müssen wir wirklich erstmal gucken, dass wir Informationen sammeln. Oh, Bill. Dach auch. Gegrüßt seid ihr. Ich nehme an, ihr kommt zum Palast zur feierlichen Amtseinführung von Sarivok. Dürfte ich in diesem Fall darum bitten, eure Einladung zu zeigen? Wir haben keine Einladung, entschuldigt die Störung. Bitte durchzugehen. Okay. Also der passt hier nur auf, dass niemand ohne Einladung in den Palast kommt. Der will uns schon mal nichts Böses. So, hier hinten können wir irgendwo durch, hoffe ich. Ja, genau. Ich diene der flammenden Faust. Oh. Sorry. Wo seid ihr gewesen, Talisa? Okay, der will schon mal nichts von uns. Der scheint auf unserer Seite zu sein. Also er will uns nichts Böses. Ich musste mich zu Hause um manche Angelegenheiten kümmern. Durch fürchte die gleichen Angelegenheiten haben mich zurück zum Tor gebracht. Wir werden euch schon die Flügel stutzen, bevor ihr einen Kopf kürzer gemacht werdet, Trottel. Hä, was? Die Leute sagen, ihr hättet die Anführer des Eisenthrons getötet. Auf eurem Kopf steht ein netter Preis. Wusstet ihr das nicht? Ein Preis auf meinen Kopf und ihr wollt ihn nicht? Da braut sich was zusammen in der flammenden Faust, Talisa. Großer Ärger. Herzog Ethan ist krank und Scar wurde getötet. Anscheinend bei einem einfachen Raubüberfall, aber ich habe da so meine Zweifel. Mir sieht das alles sehr nach Angelo aus. Er versucht die Macht zu ergreifen, indem er die Kontrolle über die flammende Faust erlangt. Und jetzt, wo Scar ihn nicht mehr im Weg ist, kann ihn nichts aufhalten. Ich habe gesehen, dass er auch öfter zum Eisenturm geht und es kann nichts Gutes bedeuten. Noch gibt es einige, die auf Elterns Seite stehen, und ihr habt Glück, dass ich einer davon bin. Bitte zeigt euch nicht in der Öffentlichkeit, wenn euch euer und unser wohl lieb ist. Und seht euch vor,
euch ein wenig im Hauptquartier des Eisentods um, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Noch besser wäre, wenn ihr mit Herzog Eltern sprechen könntet, aber sie halten ihn mitten im Hauptquartier der flammenden Faust fest. Verdammt nochmal, Angelo wird dafür ordentlich zahlen müssen und das bald, hoffe ich.